Wir sind hier in der Gruga, besser gesagt auf dem Gruga-Turm. Und die Gruga hat mein Großvater gemacht. Der war hier nämlich Gartenbaudirektor. Und es ist so, dass da vorne ist die Gruga-Halle. Da war ich zum ersten Mal auf einem Konzert. Elton John war das mit meinem Papa. Und da vorne diese kleine Kirche. Da bin ich zum Beispiel zur Kommunion gegangen und zur Firmung. Und in dieser Gruga haben wir natürlich immer sehr viel gespielt. Blödsinn habt ihr gemacht. Ich kann mir nur vorstellen, wie du immer durch den Garten in der Gruga, wir haben ja in der Gruga gewohnt die lange Zeit, dass du dann immer so ein kein Wägelchen mit einer Ente drin hattest. Und da bist du dann immer mit hin und her gezogen durch die Gruga. Und dann hatten wir ja hinten im Garten einen Badegarten. Ich hab da dauernd dann drin geschwommen, Mädchen, Jungs, alles durcheinander da in dem Badebecken. Das war schön. Da habt ihr eine schöne Zeit mit verbracht. Dieses wunderbare Tier ist total wichtig für mich und meine Kindheit. Denn hier haben wir uns immer draufgesetzt. Also meine Cousinen und Cousins, mein Bruder. Und uns wurde natürlich immer gesagt, nicht auf den Schwanz setzen, sonst bricht er ab. Schmeckt immer noch.